Neben ihm Luca Filippi im QI Meritus Mahara Dallara Renault. Dahinter Adrian Wallis, Roman Grosjean, dann Fairuz Fawzi und Christian Backerüth. Bis Viertel vor elf ist das Rennen hier nominiert, terminiert. Jetzt geht es erst einmal los und Roman Vitali Petrov steht wie angewurzelt auf der Startaufstellung. Alle anderen haben allerdings auf der schmutzigeren Bahn keine Chance, den schlechten Start von Petrov auszunutzen, sodass er trotz seines mäßigen Wegkommens die Führung behalten kann. Petrov in Front vor Luca Filippi, der sich bereits duelliert mit Adrian Wallis. Wallis im roten Meritus-Auto. Filippi im roten Meritus-Auto wieder vorbei an Adrian Wallis im Physikeller Motorsport-Boliden. Der erste Ausritt von Davide Valsecchi in einem von zwei Durango-Autos. 46 Runden stehen auf dem Programm auf einer Strecke, die insgesamt 3,965 Kilometer lang ist. Nicht gerade einfach hier, die Strecke zwar prinzipiell mit 15 Metern Breite recht breit ausgelegt, aber in der Anbremsphase verjüngt sie sich in einigen Bereichen ziemlich dramatisch. Und Vitali Petrov stürmt an der Spitze auf und davon profitierte davon, dass Wallis und Filippi sich da in der ersten Runde behakt haben. Jetzt müssen nur noch die Nerven halten beim 23-Jährigen und hier sehen Sie schon, Petrov, Filippi, Wallis, Roman Grosjean vor auf die vierte Position, vorbei an Chantal Senna mit einem sehr guten Start auf Platz 6 nach vorne, Sebastian Buemi, siebter und Fairuz Fawzi. Und das kommt eines der beiden Aden-Autos, der Teamkollege von Sebastian Buemi, mit einem Plattfuß vorne rechts an die Box gehumpelt. Adam Langley Khan, ein Pakistani, der in England geboren ist, steckt bereits frühzeitig auf, da muss es eine Berührung gegeben haben oder er ist irgendwo über die Randsteine gerumpelt. Zumindest hat Adam Langley Khan die Ausweglosigkeit seines Unterfangens eingesehen. Ein weiteres Problem wollte ich gerade ansetzen, ist, dass die Bahn unglaublich verdreckt ist. Es hat tierisch geregnet, es hat tierisch gestürmt und immer wieder hat sich neuer Schmutz, neuer Dreck auf die Strecke gesetzt durch die Stürme. Die Wiederholung der Startphase. Vitali Petrov in Führung. Dahinter kann sich Meritus Mahara-Pilot Filippi gegen Wallis durchsetzen. Die gelben Autos von David Price Racing im Hinterfeld. Da hat es eine deutliche Verschlechterung bei der Fahrerfrage gegeben. Das Duell zwischen Wallis und Filippi tobt weiter. Wallis setzt sich mit einem stehenden Rad vorbei an Filippi in den Dreher. Fairuz Fawzi. Ein Christian Backerüth mit der 7 und Harald Schlegelmilch aus dem Trident-Team, der da über ihn rüber gehoppelt ist. Und auch weiter hinten